Allez, laissez-vous là. Wait, let's just show you. Mamoudou, I'm sure. Oha. Jetzt geht's wieder auf die Nuss, Leute. Und damit ein herzliches Willkommen, diesmal in der Haut von Raven. Wir spielen heute das DLC von Gravity Rush 2, das den Namen trägt Ravens Schicksal. Und ich schätze mal, hier werden wir die Geschichte erfahren. Sprich, heute werden wir erfahren, in diesem DLC, natürlich, was sich noch mit der Arche auf sich hat. Oh, na super. So, wir spielen das Ganze in der Haut von Raven. Das heißt, es wird das ganze Spiel, sprich das ganze DLC so gehen. Und, ich werde da leider mal ein bisschen mehr zusammen, wenn es ein bisschen ruhiger ist. So, die komische Maschine hier. Was ist damit? Das Ding sollte Nevi herlocken. Ich bin dafür zuständig, sie auszuschalten. Sobald wir genug von ihnen in den Maschinen gefangen haben, haben wir die nötige Energie, um das Experiment zu starten. Sammelenergietank von der Maschine, was? Ach so, ups. Okay. Ah, okay. Also man könnte sagen... Oh. Episode 1. Rot und Schwarz. So, bevor ich jetzt aber weitermache, ganz kurz nochmal herzlich willkommen zu dem DLC von Gravity Rush 2. Wir spielen Raven's Schicksal, auf Englisch natürlich Raven's Choice. Und wie gesagt, das ganze DLC wird nur in Raven's Haut spielen. Wir werden die Geschichte, oder beziehungsweise... den Teil der Geschichte erfahren aus Gravity Rush 1, wo sich die Wege getrennt haben zwischen Cat und Raven, wo es um die Arche geht und die Kindern. Ich denke, das wird wahrscheinlich, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, das spielt sogar noch während Teil 1. Ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo Cat jetzt langsam auch anfängt in Teil 1, wo sie ihre ersten paar Missionen hat und die bald aufeinandertreffen. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich würde sagen, wir drücken mal weiter und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Spiel. Ganz kurz nebenbei noch gemerkt, das Ding wird maximal so um die 2 Stunden gehen. Das heißt, es werden vielleicht 3, 4, maximal 5 Folgen, denke ich mal. Und an der Stelle, ja, nochmal ein großes Dankeschön fürs Einschalten und ich würde sagen, let's go. Wo haben sie den nächsten nochmal? Ich muss höher rauf, um einen besseren Überblick zu bekommen. Ja, ich muss sagen, ich finde das total geil, dass wir auch mal eine... andere Personen spielen, außer Cat. Ich meine, Cat war natürlich, ist klar, nostalgisch. Aber das ist auch mal was ganz Cooles, wenn man mal einen anderen Charakter spielt. Vor allem Raven ist ja auch ein ziemlich wichtiger Charakter. Wo könnte hier was sein? Ich sehe nichts. Ach, da. So. Und wie schon gesagt wurde, wahrscheinlich ist das wichtig, um die Kinder irgendwie daran aufzuwecken. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb sie auch damals gegen Cat so... Yo, was ist denn? Ich habe nur einmal gedrückt. Wow, nicht schlecht. Ja, komm, hier, mach ein bisschen so. Zack, 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 zack. Gar nicht lange rumquatschen. Da, noch einer. Alter, sag mal. Also ich will jetzt nichts sagen.
Das müsste reichen. Ich will jetzt nicht sagen, aber das, was Raven bis jetzt kann, ist ja schon irgendwie ein bisschen krasser als Cat, ne? Aber naja. So. Raven, ich habe schlechte Neuigkeiten. Raven, ich habe gerade erfahren, dass einige Gauner bei der ersten Stätte sind. Die werden keinen Ärger mehr machen. Wie, wirklich? Hm, das sind gute Neuigkeiten. Ist das zu glauben? Was für herzlose Schufte würden denn verhindern wollen, die Kinder in der Arche zu retten? Wer weiß das denn schon, aber werden das Experiment aufhalten? Ja, gut. Das höre ich gern. Ich muss sofort zur nächsten Maschine. Ja. Jawohl, Ma'am, ich werde das den anderen sagen und wachsam bleiben. Ohne dich und die anderen Schiffern würden wir das niemals schaffen. Mit deiner Hilfe werden wir in Windeseile genug Energie beisammen haben. Es sind manchmal komische Wörter dabei, die ich noch nie gehört habe. Fertig, jetzt zur nächsten Maschine. So, was für Windeseile, Alter. So. Wie gesagt, das ganze DLC soll laut Google so um die 2 Stunden gehen. Da bin ich ja mal gespannt, wie lange wir brauchen. Also insgesamt mit ganzen drumherum, probapo, werden wir maximal 3 Stunden würden wir dafür brauchen, insgesamt. Ey, du musst dir mal überlegen, wie Raven hier einfach alles umhaut. Ups. Die Arbeit mache ich mir gar nicht, komm. So. Aber allein schon, dass Raven so viel... Ich meine, guck mal, die hat auch voll den langen Balken so, ne? Und die macht auch viel mehr Angriffe. Also ich will jetzt nicht sagen, so ey, von wegen, yo, Cat ist voll der lahme Charakter. Aber wenn man es mal so vergleicht, schon krass, ne? Aber naja. So. Okay. Ich bin ja mal wirklich gespannt, wie das ausgeht, das Ganze. Oh, die 19 sollte die letzte sein. Okay. Man muss dazu aber sagen, dass natürlich, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Also irgendwelche Spoiler zum nächsten Teil oder so, falls einer kommen sollte, da werde ich auch nochmal was zu ansprechen. Da gibt es ja auch mittlerweile schon mehr oder weniger ein paar Neuigkeiten, die ein bisschen traurig sind. Mit Japan Studios, falls ihr es schon mitbekommen habt. Ich weiß nicht, was Sony da momentan so macht, aber ich finde es eigentlich, naja, ist auch egal. Ravens Hochdruckkraft. Okay. Okay. Haha. Also pass mal auf. Erster Gegner, du. Jo. Nicht schlecht. Allein schon, dass Raven so viele Sachen hochnehmen kann, ist schon krass. Das muss man einfach mal so sagen. Noch mehr. Boah, also ich muss schon sagen, man fühlt sich mit der echt ein bisschen stärker als mit Cat. Jetzt ohne irgendwie No Front jetzt aber, es ist aber wirklich so. Man fühlt sich mit R echt ein bisschen stärker. Das ist der letzte Tank, den ich brauche. Okay, gut. Was? Sarah. Stimmt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich habe jetzt auch noch nicht so ganz gerafft. Warte mal. Satya, wo bist du? Ich habe wohl schon Halluzinationen. Wie kann Sasa hier sein? Das ist meine Schuld. Ich war nicht gut genug. Ich hätte sie beschützen müssen. Nein, es ist meine Schuld. Ich muss sie finden. Satya. Satya, nö. Sasa und die anderen müssen einen Albtraum gefangen sein. Warte, Sasa. Ich tue, was immer nötig ist, um dich zurückzubringen. Wir werden uns wiedersehen. Das verspreche ich. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist Raven seine Schwester. Also Sasa kennen wir noch aus dem ersten Teil, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist Raven ihre Schwester, seine Schwester. Was ich auch nur skurril finde, warum ist sie so alt und er so jung? Hat das was mit der Zeit zu tun, dass da irgendwie, da war doch irgendwie was, dass die Zeit irgendwie langsamer vergeht da unten als irgendwie oben? Ich habe keinen Plan. Aber wenn sie Sadja oder so heißt, warum nennt sie dann jeder Raven? Naja, ist ja auch egal. Ist wahrscheinlich ihr Spitzname einfach. Ah, die beiden. Hey Raven, soll das alles den Kindern helfen, die in der Arche schlafen?
Es tut mir leid, dass ich störe, aber wir müssen uns da halten. Gades, ja nee, ist dafür später Zeit, ich hab zu tun. Oh ja, Zeit ist ein enormes Problem, da wir beide dabei sind. Wir müssen über die Arche reden, der Plan, die Kinder zu retten, behagt mir nicht. Um die Raumzeit dreht wieder durch. Achso, es ist, als ob sie wüsste, dass bald etwas Furchtbares geschieht. Versuchst du überhaupt jemals etwas Sinnvolles zu sagen? Ich bin so schläfrig. Klingt, als mische sich der Traumwächter gleich in unsere Unterhaltung ein. Siane schläft. Die Kinder in der Arche sind an einem Ort zwischen Realität und Träumen gefangen. Deswegen mit der Zeit, jetzt verstehe ich das auch, okay. Man kann sie nur wecken, wenn man sie wieder dorthin führt, wo sie hingehören. Sie zurückbringen war genau das, was ich getan habe, bevor ihr mich unterbrochen habt. Der verantwortliche Wissenschaftler sagte, dass er mit genügend Energie die Arche neu starten und sie dahin bringen könnte, wo sie hingehören. Das klingt für mich ziemlich waghalsig. Es ist keine besonders gute Idee, mit Raum und Zeit zu spielen, wo sie wiederum recht hat. Ausgerechnet, du solltest die Risiken doch verstehen. Allein deine Existenz sorgt für Instabilität. Alter, das ist so ein richtiger Spruch, den du bringen kannst, wenn du jemanden nicht leiden kannst. Allein deine Existenz sorgt für Instabilität. Dabei meintest du doch, dass die Zeit kommen würde, in der sie sich wieder erheben. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Mich zurücklehnen und warten, dass sie aufwachen? Während ihr beide nichts tut, werde ich Sasa und die anderen retten gehen. Ihr habt bereits genug meiner Zeit verschwendet. Sie ist ziemlich aufbrausend. Wir haben sie gewarnt. Für den Rest ist der dritte Schö? Na, ich bin wieder eingeschlafen. Tut mir leid. Hey, wir müssen alle mal ein wenig unsere Augen ausruhen. Warten wir ab, wie sich das alles entwickeln wird. Jetzt muss ich noch die Energie abliefern. Ja. Sehr interessantes Thema. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, aber das, was mich am meisten wundert an der ganzen Sache. Wenn Raven die Schwester von Sasa ist. Okay, sie ist älter, ist klar, weil die Zeit da anders vergeht, da unten, wo die Kinder sind. Was ich mich aber noch mehr frage, wie zur Hölle ist sie da rausgekommen? Ich meine, sie dann ist ja kein Teil von diesen verlorenen Kindern. Dann ist sie ja irgendwie abtrünnig, irgendwie, ne? Weil sonst würde sie ja nicht so alt sein. Oh. Moment, zu welcher Zeit spielt denn das DLC jetzt? Die kennen sich schon? Die scheinen sich gut zu kennen? Das ist der spielt das doch nach Teil 2? Oder habe ich was verpasst? Hä? Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, es spielt doch nach Teil 2. Raven, bist du auch gerade hier angekommen? Oh ja. Ja, und ich habe die notwendige Energie mitgebracht. Ich habe mich schon gefragt, ob du überhaupt auftauchen würdest. Moment. Der Energielevel ist gut. Wir sollten das Experiment beginnen können. Ich dachte mir, dass ich mal erwähnen sollte. Das heutige Experiment haben wir aber nur meinen Boss Dr. Brahm zu verdanken. Nach dem heutigen Tag wird er berühmt sein. Ich muss diese Energietanks rüberbringen. Vielen Dank für deine gute Arbeit. Moment. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Ich meine, die kennen den ja alle. Der ist doch tot, oder nicht? Hä? Moment, jetzt bin ich komplett aus dem... Der ist doch tot, der Typ. Verstehe ich das richtig? Spielt das gerade zwischen Gravity Rush 2 mittendrin in der Handlung? Aber wann? Oh Mann. Das heißt, das spielt mitten in der Handlung von Gravity Rush 2? Och du Heilige. Das klingt bei ihm, als sei alles nur eine Zeile im Lebenslauf von irgendeinem Typen. Ich schätze, wir haben alles getan, was in unserer Macht steht. Gehen wir zu Platz rüber und schließen wir uns der Menge an. Gard und Sienier sollten bereits dort sein. Zu schade, dass Sid ausgerechnet heute krank gemeldet hat. Sid? Hä, aber Sid ist doch gar nicht... Hä? Ich bin hier voll... Ich komm nicht... Wo? Ich muss das nochmal googeln. Also mal ehrlich, an so einem wichtigen Tag nimmt er sich frei? Cat, glaubst du wirklich, dass die Kinder in der Eiche aufwecken wird? Dass das die Kinder der Arche aufwecken wird, so. Hast du Zweifel? Aus dem Weg! Mann, hast eine Nachricht erhalten. Schön. So, hast du Zweifel? Du warst doch diejenige, die von dem Experiment so begeistert war. Ich bin mir sicher, dass alles klappen wird. Du hast recht und ich werde alles tun, was nötig ist, um sie nach Hause zu bringen. Moment, Zeit und Raum, stimmt, das war ja auch, das hat... Ja, stimmt, okay. Ja. Du benimmst dich heute irgendwie seltsam, geht es dir gut? Dann los, du willst doch nicht deine Chance verpassen, Sasa zu sehen.
Aber interesting. Okay. Plan zur Rettung der Archenkinder. Experiment auf dem Platz der Freiheit. So. Die hält zu viel. So. Monate sind vergangen, seit die Kinder aus Botume nach Hexville heimkehrten, doch das Durchqueren der Zwischendimension, die uns zurückbrachte, versetzte sie in einen winterschläflichen Zustand. Ein Wissenschaftler sagte, er könnte sie aufwecken und dass er für das Experiment Cats und meine Hilfe bräuchte. Halte durch, Sasa. Ich bring dich nach Hause, was es auch kosten mag. Okay. Also er lebt noch. Das heißt, das spielt mitten in der Handlung von Teil 2. Muss. Weil in Teil 1 war er noch nicht da. Was ist denn los? Warum kriege ich mal Nachrichten? Jetzt können wir nur hoffen, dass Sasa und die anderen aufwachen. Ja. So haben wir die Möglichkeit, die schlafenden Kinder aus ihrem Zeitgefängnis zu befreien. Wir sollten, Entschuldigung. Hört ihr jetzt mal auf? Das ist ja schrecklich. Diese Arche sollte nicht existieren. Du wirst von einer Illusion nicht die Ergebnisse bekommen, die du suchst. Wo kommst du denn plötzlich her? Aber manchmal führen schlechte Mittel auch zu einem guten Ergebnis. Wenn du mit deinem Experiment vorfährst, werden sich die Dinge auf jeden Fall verändern. Verzeihung, vermisst jemand diesen kleinen Wissenschaftler hier? Hört dir jetzt mal auf! Ist ja schlimm! Ich weiß genau, was du verbirgst, aber ich lasse das fürs Erste durchgehen. Schlimm. Er ist schnell verstummt, ich frage mich, was da nicht stimmt. Keine Ahnung, aber scheint loszugehen. Okay, die Arche kennen wir ja. Oh Mann. Oh oh. Oh Mann. Episode 2 im Labyrinth. Und damit würde ich sagen, meine lieben Freunde, sehen wir uns gleich zur nächsten Episode von Ravens Schicksal. Haut rein!